So, der letzte Tag ist gekommen. Alle freuen sich, sind gerade aufgeregt. Ich hoffe, wir sehen uns noch mal irgendwann. Wir sind angekommen, wir sind in Deutschland, wir wurden hervorragend empfangen. Groß Deutschland! Ja, hast du noch einen Becher mit? Bis gleich. So, frisch gerichtet. Jetzt richten wir die Bude. Hier schon am Werke. Alles ausbeugen, Betten abziehen. Und im optimalen Fall nochmal durchgehen. Wir haben zu tun. So, der letzte Tag ist gekommen hier in Gau. Nun haben wir gemeinsam hier Schuhe geputzt und alles ausgeräumt. Wie ihr seht, ist hier alles schön leer. Alles sauber gemacht, nochmal geputzt. Der Spieß wird jetzt eine Stubenabnahme machen. Ich gebe meinen Schlüssel ab. Die ganze Familie freut sich. Und ich erst recht. Hey Leute, ich melde mich mal wieder. Und zwar, es geht jetzt langsam nach Hause wieder. Die 4,5 Monate sind für mich vorbei. Ja, ich zeige euch jetzt mal, ja, wie es ausschaut, wenn man nichts mehr hat. Also ich habe heute mein Gepäck abgegeben. Die Kiste habe ich leider schon vorher gepackt, sonst hätte ich es euch auch noch gezeigt. Ja, in meinem Spind, wie man sieht, hängt fast nichts mehr drin. Bis auf meine zwei Rucksäcke, die ich sowieso schon gepackt habe. Guten Morgen. Es ist jetzt Abflugtag. Die Stuben werden jetzt zur Übergabe bereit gemacht. Die Bettwäsche, also die Betten abgezogen, neue Bettwäsche drauf. Gereinigt haben wir ja gestern schon. So arbeiten die Mannschaften. Nur Blödsinn im Kopf. Ja, du bist Gott sei Dank gerade am Putzen, ne? Ich bin der, der die Aufsicht behält. Ja. Alter, kein Problem. Besser ist es, mein Freund. So, wir geben jetzt die Gepäcke ab, also das bekleidete Gepäck, was mit uns mitfliegt, im Flieger. Alle freuen sich, sind gerade aufgeregt. Reise Gruppe Ibiza. Los geht's, Gepäck verladen. Wir sitzen jetzt hier vor der Bar und warten darauf, dass wir zum Flughafen gebracht werden. Transporter sind auch gerade schon gekommen. Das heißt, es kann eigentlich nicht mehr lange dauern, bis es losgeht. Mit Abstand der schwerste Einsatz, den ich bisher hatte. Die letzten 128 Tage waren die schwersten von allen 700, die ich hier knapp habe jetzt. Erste Sache, die du machst, wenn du heim ankommst? Ja, duschen, vielleicht ein, zwei Bier trinken und dann ab ins Bett. Jetzt geht's los. Gleich. Jetzt geht's heim. Wir haben jetzt das Feldlager verlassen und befinden uns auf dem Airport. Wir nehmen jetzt unsere Gepäcke auf und dann denke ich mal, geht zeitnah in den Flieger. Wir sehen uns in Deutschland. Es geht los nach Hause. Wir sind jetzt in Bamako gelandet. Ja, wie geht's jetzt weiter? Wir werden aussteigen, unser Gepäck nochmal empfangen. Bis dahin heißt es jetzt Bamako Airport. Chillen, warten.
Wir hatten gerade das erste richtige Frühstück seit 4,5 Monaten. Echte Spiegeleier und echten Toast mit echtem Schinken. Es war so simpel, aber es war so gut. So, nun sind wir im Flugfeld. Wir steigen jetzt aus dem Bus aus und ich drehe mich mal um. Da hinten steht er, damit geht's nach Hause. So, das war die Schuhdesinfektion. Muss gemacht werden. Auf deutschen Boden. Unser El Capitano, der Migi, hat auch sein Plätzchen gefunden neben dem Room. Jetzt geht's nach Hause und nichts kann uns aufhalten. Ich bin's. Der Room. Wir heben jetzt ab. Das ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl zu wissen, dass man jetzt nach Hause kommt. Körperlich und psychisch anstrengend, also mehr körperlich, muss ich sagen, mit den zwei Kindern. Die Kleine, die ist ja auch gerade bei einem Jahr geworden und die hat keine Nacht durchgeschlafen. Also ich war wirklich am Limit und den ganzen Tag die Kinder alleine und alles zu managen. Dann immer noch im Hinterkopf der Gedanke, dass der Mann weg ist und auch ein bisschen vielleicht in einem gefährlichen Gebiet. Es war schon nicht so einfach. Es war schön, dass wir da waren, aber es ist auch viel, viel schöner, dass wir endlich mal zu Hause sind. Ich verstehe es auch, dass die Vereinten Nationen da sind. Ich verstehe auch, dass die was machen sollen. Wie es umgesetzt wird, ja, da kann man drüber streiten. Aber ich sage mal so, es muss was gemacht werden, weil wenn man sieht, wie die Bevölkerung und die Menschheit dort lebt und so weiter, es muss sich was ändern. So, bist du bereit? Bist du bereit? Ja. Ich gebe dir einen Tipp, rechts abbiegen. Rechts abbiegen? Mhm. Oder links oder so. Ah, danke schön. Im Großen und Ganzen überschnitten, kurz gesagt, ja, war eine schöne Zeit. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt morgen noch gleich wiederfahren. Ja, alles gut. Ja, bei dir? Ja, auch. Na, wie Hallo. War's? Hallo. Ja, war super. Takt. Gute Reise gehabt. Aber jetzt reicht's auch. Alles gut. Prost, Deutschland. Hast du noch einen Becher mit? So, Prost. Prost. Ja. Prost. Prost, mein Andrea. Fritz. Prost, mein Fritz. Prost, Fritz. Prost, Fritz. Super Gefühl. Kann man nicht in Worte fassen. Nein. Ja. Eine Erleichterung, dass der Sohn wieder da ist. Durch Sorgen gemacht? Also ich möchte sagen, man verfolgt die Nachrichten intensiver in den Medien. Ja. Der Hubschrauberabsturz damals ist ja eine schlimme Sache. Man erschreckt auch trotzdem, auch wenn es nicht der eigene Junge ist, dass sowas passiert. Stinkig werden. So. Ja, war eine gute Zeit. Werde ich auch ein bisschen vermissen hinter der Kamera. Aber das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Das eine weinende und das eine lachende Auge. Aber das war eine coole Erfahrung, war eine spaßige Zeit. War halt auch Scheißzeiten dabei. Ne? Aber würde es halt immer wieder machen. Ne? Also unser Einsatz ist vorbei. Ich denke, damit endet auch die Serie. Ich weiß nicht, was sich die Bundeswehr als nächstes einfallen lässt. Ich denke, die Marineschule in Paro wird es nicht mehr sein. Das Camp Castor in Mali wird es auch nicht mehr sein. Aber irgendein Nachfolgeprojekt wird es mit Sicherheit geben. Also lasst den Kanal abonniert. Prost!